Okay. Ja, herzlich willkommen back. Wir sind jetzt in Loser Quarters zwischen Repus und DNL. Boah, das war echt anstrengend. Ja. Und es ist sehr beeindruckend. Wir sehen hier einen außergewöhnlichen Spieler für Repus. Bajutsu. Kann man auf jeden Fall nehmen. Keine Ahnung, was jetzt abgeht, wie das Matchup zwischen den beiden ist. Aber es wird auf jeden Fall heftig und ja, man muss echt gucken. Bisher haben sich die beiden Konkurrenten nur 20-30% geballert. Genau, Dritter und Vierter aus ihren Pools jeweils. Patne hier. Patne Repus ist Vierter geworden, DNL Dritter. Ja. Auf jeden Fall gut geseedet. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Ja, viel. Die haben noch gelacht. Ich habe jetzt erst verstanden, dass er Quajutsu genommen hat. Ja, und er hat gerade richtig gelacht, weil er Kopf herausgezogen hat. Aber egal. Du Öpf. Auf jeden Fall Quajutsu gegen Sonic. Hätten wir alle nicht gedacht. Nee, also ich finde ja Chars, die mit Sonics Speed mithalten können so ein bisschen, die sind auch nicht so schlecht gegen ihn. Also ich finde auch Fox eigentlich ganz okay gegen Sonic. Mutsch ab. Oh. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie die ganzen Confirms gegen Sonic klappen. Wegen sowas halt. Eine gefälschte Down, ja. Ich würde aber schon sagen, dass Sonic das wahrscheinlich dominiert. Aber auf jeden Fall ganz klarer Vorteil für Sonic von DNL. Ja, er kann ihn aber auch jetzt so langsam killen. Ja, vielleicht auch schon mit Abwehr. Genau. Und genau das wussten wir alle. Ein Airdodge. Auf jeden Fall hat es Repus gut ausgenutzt. Aber gucken, was jetzt DNL mit seinem Sonic antwortet. Okay, kriegt. Und der Punish, ab er. Oh, okay, Double Jump. Gefährlich. Aber auch interessant zu sehen, dass es mal nicht Smashville ist, die als erste Stage ausgewählt worden ist. Mock ist auf jeden Fall heftig, ey. Das ist so ein bisschen Tabu. Tabu, also, man ist schon auf jeden Fall heftig woanders dabei. 146% auf Greninja. Ja, Sonic kann ihn auf jeden Fall easy killen. Nur womit? Dann der Back Air. Der Back Air würde auf jeden Fall schon mal killen. Oh, okay. Down, kein Air Dodge. Gefällte Down R. Ich denke mal, da hat er den Air Dodge erwartet. Schöner Turnschuh auch. Da muss man ja echt sagen. Oha, 29% durch eine Attacke lang. Das schon Side B oder was? Side B und dann noch mehr, glaube ich. Oder so. Ja, das macht schon echt viel Schaden. Ja, das ist auch immer richtig einfach, frustrierend, wenn man so das ganze Match führt und dann so zwei oder drei Dinger davon abbekommt, dann hat man schon so um die 60. Ja, und das geht dann mehr. Auch ganz schnell. Und dann kann auch gut killen, Sonic. Ne? Guck mal, wenn er jetzt noch einmal trifft, wäre es wieder even. Guck dir das an. Ich sehe den Tilt-Stick. Tilt-Stick. Down-Tilt einfach Sonic. Gegen. Oh. Er ist hochkonzentriert, okay. Er versucht Down-Tilt to fair. Wie gesagt, die Qualulus Attacken sind wirklich sehr stark zum Teil. Wenn er sie einfach mal richtig kombiniert einsetzt. Ja, er muss die B kriegen. Oh. Die fair, meine ich. Abwehr. Abwehr könnte auch klappen. Das hat er schon vorhin zum Kill geführt. Er springt da rein. Er war so greedy. Ja, wo war der Konter? Was denn? Ist der zu hell für dich? Nee, also wir haben auf jeden Fall heller gemacht, weil es ziemlich dunkel wirkte. Von hinten oder was? Wollt ihr eine Sonnenbrille oder so? Aber ach so. Das haben wir alles auf jeden Fall im Kommentar. Ja, das war nur Final Destination, Mann. Die Farben, Mann. Kein Final Destination mehr. Das ist jetzt gepackt. Okay, Quajutsu. Hydro Pump. Okay, DNL's Counterpick ist jetzt Town and City. Die Lichter gehen aus. DNL sei schon. DNL sind nicht mehr geblendet. Ja. Kleiner John von ihm. Aber alles gut, er führt ja jetzt 1-0. Und Repus hat sich für diese Stage ausgesucht. Oh, nochmal Greninja. Für diese Stage? Ja, normal. Bleib bei Greninja. War auch eben ziemlich knapp. Aber die Faust ja, war schon vermeidbar auf jeden Fall, dass er da stirbt. Oh, aber. Oh. Nee.
Direkt nach Torten 9 Seconds düsen die Plattformer. Oh, der Footstool. Mhm. Beide können auf jeden Fall Footstool. Shit machen. Okay, auf 70% inzwischen Sonic. Oh. Tipper Up Smash. Ja. War schon auf jeden Fall nice. Alter, ziemlich im Schildenkurs, muss man auch sagen. Ne? Ja, also Sonic ja sowieso. Sonic ist eigentlich immer nur am Wegrollen, hinlaufen und schilden. Ja. Das macht ihn auch so nervig als Gegner, muss ich ja ehrlich sagen. Ja. Schwierig ihn muss dann man immer auch echt gegen gespielt so, zu haben, du? Mal eine Zeit. Ja. Dann wenn er so die ganze Zeit spielt, dann geht dein Playstyle over and up. Okay. Und dann ist auf jeden Fall nicht viel los. Aber auf jeden Fall ballert sich den L zurück. Ja. 92%. Das ist praktisch genauso wie letztes Game. Erst macht sich Quajutsu gut Schaden auf Sonic. Dann kriegt er ihn nicht gekillt. Und echt lange immer so ein Kill, ne? Ja. Von den beiden. Er hat ihn eben schon mit Tipper Up Smash gekriegt, aber das hat nicht gekillt. Ja, das war schon ziemlich knapp. Jetzt wird es auf jeden Fall killen. Random Up Smash. Oh, okay. Nichts gefolgt. Okay, was passiert da? Perfect Pivot. Oh Junge, das war ja echt krank. Hover. Ich kippe dafür, ey. Rebus, gut. Versuch nee. Nee, 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 nee. Versuch zu killen mit dem Throw. Safe geloadet. Oh, schade. Aber jetzt, oh, das war irgendwie nicht gut. Ja, ich glaube auch, dass das nicht gekillt hätte. Oh, krank. Oh. Nee. Der Grab. Oh, beide so auf 150 ungefähr. Der wird den Punisher machen und da Back ist er. Die Backer Clap von DNL. Ja, muss man ganz vorsichtig sein. Aber. Wow! Und erwidert. Nochmal Backer. Er guckt oder? Mich traurig an. Ich weiß warum. Auf jeden Fall ist das dann noch ziemlich even, muss man ja sagen. Beide noch wenig Prozent. Komplett even. Aber die Attacke hat schon zum Beispiel gleich 22% gebracht, aber direkt von Refus gut gekontert. Jetzt die Fair. Die Dash Attack? Nee, das war näher. Da hat er. Air Dodge hat er richtig geraten, aber. Aber er ist ein bisschen zu flowy geflogen. Ja, ist auf jeden Fall von der Edge. Da muss er echt aufpassen, Sonic. Wenn er diese Attacke macht, ich weiß nicht, was das ist, die Back Air oder die B-Attacke von Sonic, wenn er mit der blauen Kugel hinterher fliegt, ist die B-Attacke. Das ist die B-Attacke, ja. Genau, da folgt er jemandem. Was man halt auch wissen muss, ist, dass. Wenn man Air dodgt, dann hat sie dich nicht mehr als Ziel. Also sie fliegt irgendwo nach unten einfach. Das muss man ist ziemlich halt vorsichtig mit sein. Ja. Manchmal überraschend, aber man kann sie auch gut shielden. Skip! Ja, man erwartet sie ja meistens einfach nicht. Der Turnschuh ist wieder da. Also Back Air. Sneakers! Back Air. Coole neue Sneakers. Er war oben. Okay, Up Throw. Oh, er geht nicht direkt hinterher. Ich glaube schon, dass er eben einen Schuh gehabt hätte. Oha. Das ist natürlich jetzt knapp. Er hat nichts gemacht. Er hat gelernt. Das war risky. Das kann gefährlich werden. Beide warten auf den Fehler des anderen. Ja. Im Moment sieht es besser aus für Greninja. Einfach mal random Smash. Wie die rollen, Digga. Mach doch mal jetzt was. Die Zeit auch schon knapp. Okay. Aber das wird auf jeden Fall kein Timeout. Das war's. Jo. Ah. Das war's. Okay, 1-1. Oha, Krankheit, Kualulu. Greninja. Ja, schon auf jeden Fall nice von Refus. Ja, aber jetzt will ich mal ein Kombo sehen, ne? Ich finde auf jeden Fall, dass die sich von der Geschwindigkeit her nicht viel nehmen, auf jeden Fall. Sie sind relativ gleich schnell. Ist auf jeden Fall nicht langweilig. Geht auf jeden Fall zügig ablang. Ist gut, ist gut. Vor allem, wenn beide so panicky sind. Aber es kostet irgendwie auch Zeit. Das geht ihm ganz schön in die Länge. Battlefield? Direkt! Hätte ich nicht gedacht, ey. Okay, mega. Bei der Besprechung vorhin hatte ich nicht erwartet, dass auf einmal doch Dan Elman nimmt. Wunderbare Musikbausstelle. Wir starten hier auf Battlefield. Yeah. 1 hier. Okay, Mega Man's Wall direkt mal durchbrochen. Oh, genau, er kriegt ein paar von den Lemons ab, aber kann ihn dafür dann noch immer punishen, auf jeden Fall. Aber diese fiesen Sterne, also die Bär-Tagge. Oh, fies ausgerutscht. Nerven ganz schön DNL. Hatte schon 62%.
Ja. 1-1 steht's, ja. Rumgehüpfe. Ja. Oh, er versucht immer den Air-Dodge zu üben. Ja, mit Mega Man muss man aber so spielen. Schön warten, am besten noch diese Jeng, 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 immer diese Nairs. Ja, wenn er dann trifft, dann kann er direkt noch grabben und dann noch irgendeine weitere Aktion ausführen. Allerdings hat er jetzt natürlich schon. Oh, der wollte ihn. Das ist schon ziemlich. Fix, ein paar Tricks an ihm. Fies. Oh, die Fair. Oh, Abi. Der Mega Man hat bisher halt 32% erst drauf auf Konjutsu. Da kann man auch gucken. Auf jeden Fall Prozente ballen. Okay. Okay. Oh, ein Greninja mit einer Säge. Was hat er vor? Oh. Aber spannend, dass er noch lebt, muss man sagen. Aber Punish, also macht ja auch gar nicht so richtig heftig. Er ballert ihn die ganze Zeit zu. Oh. Wow, so richtig fies, ey. So weggesplashed. Nichts konnte. Einfach weggesplashed. Ja. Oh, gefälscher R. Shorty Mikado. Bleibt einfach stehen. Aber Repos nutzt das gerne aus. 19% erst. 75. Ja, dann müsste jetzt den einmal ein bisschen Power geben jetzt. Irgendeine fiese Attacke müsste man klappen. Okay. Oh, und durchladen, Rudi. Okay. Oh. Versucht's mit dem guten alten Blood to Grab. Das war der typische DNL-Move, aber das weiß er selbst. Oh, das hat aber gar nicht so wenig Schaden gemacht eigentlich mit der. Insgesamt 20 oder so. Mit dem Pommels und der Leaf Shield. Das Ding ist ja, man kann da ruhig ein, zweimal pummeln, ne? Mhm. 5% oder so. 140% auf Greninja. 140. Ja, er hat es da eben schon versucht mit dem Up Smash. Irgendwie, aber ich glaube, den Becker wird er auf jeden Fall killen. Ja, ich glaube auch. Oh, noch ein Upsmash. Auf jeden Fall. Noch ein Upsmash. Er darf jetzt nicht overgree werden, DNL. Ballert sich zu viel Prozent. Oh. Er verlässt sich zu sehr auf die Blätter, aber die sind nicht gerade gut. In der Situation. Oh, oh ja, klar, ja, safe, okay. Die Becker. Mhm. Oha, oha, okay. Schöne DNL-Zeittechnik, dass er nichts machen kann. Oh, was? Tiger, wo ist denn der hingeflogen? Kinnhaken. Kinnhaken für die Blade. Aber hier sieht man auf jeden Fall, dass Repos leicht ein Vorteil ist. Oh, nicht getaggt. Ja, was machen können. Okay, der Welt okay, B2A. Oh, die Fair. B. Repos schafft es auf jeden Fall immer wieder aus den Kombos von Mega Man rauszujabben. Kann auf jeden Fall gut gegen Lemons und Leaf Shield spielen. Ausgerutscht. Die Dare hat getroffen. Oh, warum keine Decke? Okay, jetzt jagt er ihn. Jetzt ist aber okay. Okay, jetzt muss er richtig vorsichtig sein. Okay, den L alles noch okay. 114% ist noch auf jeden Fall machbar. Okay, guck mal, schon eine Decke, ballert schon richtig heftig rein. Was? Was? War das denn? Hä? Was war das denn? Konntest du gar nichts mehr drücken? Kein Jump oder Abbi? Aber Abbi, oder? Aber Abbi, Buddy. Oh. Abbi-Buddy. Ja, also das war auf jeden Fall strange, was wir hier gesehen haben. Ein 2-1 für Repos. Bang, bang, bang. Da darf er ja Bo 5 spielen. 2-1. Ist der easy. Es wird lang überlegt. Kommt der Sonic? Ja, Sonic und Mega Man. Ich noch gegen einen Go spielen. Ich muss ihn zerstören. Ja, kannst du ja mal tryen. Ich muss ihn echt tryen, er hat mich ja besiegt. Nice. Letzte 20 Sekunden hat er mich einfach zerstört mit einem Upsmash. Ganz schnell auf Smash gechillt, aber naja. So ist es halt mit Darkstar am Flur. Oh, und wir sehen wieder back. Ein Change. Genau, ein Wechsel von DNL. Ein Mega Man wurde zu einem DDD halt. Ja, es könnte ganz gut sein, auf jeden Fall. Oh, gut ausgenutzt hier. Er muss echt aufpassen. Aber Qualulu kann's. Der Qualjutsu kann auf jeden Fall flinken. DDD ziemlich wegkombon. Aber da es ja der Main von Daniel DNL ist, könnte da schon was gehen auf jeden Fall. Ich komm gleich. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Ja, wir sehen hier viel Gordo Play im Moment. Aber jetzt DDD mal auf Stage. Oh, und er versucht ihn direkt wegzusplashen.
Fair. DDD ist auf jeden Fall noch nicht so wirklich in Killprozenten. Shurikens, Edge Guarding. Ach, er sucht es ja immer wieder mit der Hydropumpe. Bisher noch nicht so gut geklappt, aber vielleicht beim nächsten Versuch. Wow, 110%. Von den Prozenten her even. Aber DDD sollte bald mit jeder Attacke killen. Inklusive Jab. Fajutsu muss ihn mit der Abwehr kriegen, was er auch tut. Okay, 180 Rage. Oh, versucht es mit der Futsu-Combo, aber fällt nicht. Da kriegt er einen Gordo gegen Skin. Guter Engel. Oh, okay. Da war Fajutsu nicht schnell genug. Wurde mit der Nähe gepunished. Edge Play. %68 schon auf DDD. Muss bald was machen. Allerdings DDD auf Rage auch extrem brutal. Also wenn es hier wirklich noch spannend wird, würde ich sogar auf ihn tippen. 47%. Perfekt aufgerüstet. Oh, oh, oh. Oh, ich dachte, der wäre noch relevant. Und dann kriegt ihn mit dem Upsmash und das war's. Okay, 3-1, Repus. Skit! Ja, ich bin die jetzt, ne? Die man auch erlebt spielen. Ja, wir müssen weiter kommentieren.